Hallo und herzlich willkommen zur Robots Classic Schiff. Verträgt sich Mercur Gold HD mit der Astor Big Stainless? Das ist heute meine Frage. Die Rasierseife, ein Geschenk von, eine Probe geschenkt von Klaus. Und Klaus rasiert sich. Von der Marke OSP Grapefruit Menthol. Und als Abschluss werde ich von Arefa Soap das Yuzu Melody, was Orange ist, also Limonentag heute sozusagen. Mein Gesicht werde ich vorbereiten. Ich werde es erstmal waschen mit einer Gesichtsseife. Doof. Darf fresh und dann werde ich mir heute auch noch Proraso White auflegen. So, jetzt gehe ich alles für die Rasur vorbereiten und dann bin ich gleich wieder hier. Ja, ganz vergessen habe ich. Ich habe jetzt schon ja, mich vorbereitet. Nur die Rasierseife habe ich noch nicht aufgeschlagen. Dazu werde ich den von Noom, den Budger Brush Lassé benutzen. So, also, ja, ich bin wieder weg und dann bin ich wieder da. So, jetzt bin ich hier. Jetzt als erstes lege ich in den Makro 34er die Astor oder die Astor von Big Rasierklinge hinein. So ein schönes rotes Papierchen. Eins, also nicht doppelt verpackt. Ist meine ja, erste Anwendung von dieser Rasierklinge überhaupt. Auch die Rasierklinge habe ich von Klaus Glaser-Sitzig geschenkt bekommen. Ja, ein ganzes Päckchen. Wunderbar. Er mag die Rasierklingen, glaube ich, sehr. So. Das ist sie drin. Süßseife ist bereit. Mein Gesicht ist bereit. Dann wollen wir die Schlagsahne auftragen. Das ist übrigens mein zweiter Rasierpinsel, den ich mir gekauft habe. Zuerst war es Schweine, dann Jawald und dann bin ich auf die synthetischen gekommen. Und ich muss euch sagen, das ist nicht schlecht. Ja, fühlt sich sehr gut an, sehr geschmeidig. Ist aber auch schon millionenfach gebrochen worden, so dass einfach weich sein muss, kann gar nicht anders sein. Ja, aber ich bevorzuge jetzt in der letzten Zeit so zwischen den drei Arten. Ich mag sie alle, aber bevorzugen tue ich die synthetischen. Sind einfach universell in der Breite gesehen viel besser wie Schweine oder wie Badger, also Dachshaar. Entschuldigung. So, jetzt erster Durchgang. Makro 34 HD in Gold mit der Big Astor Rasierklinge. Erster Durchgang.
So, erster Durchgang durch. Ja, auch hier die USB-Seife. Rasierseife ist sehr geschmeidig, sehr glatt und so. Sie gefällt mir sehr gut, auch wie die Lemon Menthol. Durch diese Grapefruit wirklich exzellent. Also zum Schlagen und so. So. Schau, bilden, machen. Sehr gut geeignet. Lässt sich leicht, ohne weitere Probleme. Und was mir aufgefallen hat, es gibt wirklich guten Schutz. Leichter Menthol drin, leichte Kühlung ist hier nicht so stark. Fast etwas unter der Prorase Green, würde ich sagen. So meiner Meinung nach, oder meinen Gefühlen nach, etwas nicht so kühlend. Aber so eine leichte Kühle, was sehr angenehm ist. Ja, für mich ja auch nicht das extreme Kühlen mag. Und ja. Klinge, ihr habt sie gehört, die hat wirklich sehr schön geklungen in, hier in diesem Hubel drin. Also, ich würde mal sagen, so für den ersten Durchgang eine sehr gute Kombination. Marco 34HD mit der Big Astor kann ich jetzt so im ersten Durchgang sehr gut empfehlen. Gut, ich gebe mich abwaschen und dann bin ich gleich wieder da für den zweiten Durchgang. Heute auch in Kombination mit dem letzten, so zugleich mit dem Säuberungsdurchgang. Alles ja, schön sauber machen. Okay, bin gleich wieder da. Auf in die nächste und letzte Runde. Habt ihr wieder den Gockel? Zwei Nachbarn weiter. In diese Richtung.
mich aufwasche und dann schauen wir mal, was, ja, was das geworden ist. Das ist also okay. Das, also, was halte ich von der Rasur? Ja, in Deutschland wunderbar. Seife super, Klinge super, passend zu dem Rasierhubel, wie gesagt, vorhin. Schaut mal, ist jetzt keine BBS-Sche, aber eine sehr schöne Rasur. Ja, man kann rausgehen in die Welt, zur Arbeit und so. Vielleicht ich gerade am Abend ein bisschen nachrasieren. Das wird ein bisschen schöner sein, aber so für den Arbeitstag, für den allgemeinen Tag. Tipptopp, würde ich mal sagen. Und ja, super. So, ja, auf das Schiff. Ich lasse mein Gesicht feucht. Ein bisschen auftopfen, ja, aber das lasse ich feucht. Und jetzt kommt ein Alpha-Sub. Die Sub-Melody. Schauen wir mal. Ich denke mir nicht, dass das irgendwie brennt. Das war eine sehr milde Rasur. Ja, sehr milde Rasur. So. Dass das eigentlich nicht brennen dürfte. Wunderbar. Ja, wie ich gedacht habe. Noch ein bisschen hier und hier. Ein bisschen in die Haare. So hinter dem Kopf. So. Wunderbar. Ja. Das ist ein sehr schöner Abschluss mit dieser, ja, mit diesem Aftershave von Alifasub. Super Produkte hier. Ja, ihr wisst ja, ihr habt ja von mir auf Alifasub. Geht einfach drauf auf alifasub.com/englisch, oder wenn ihr des Ukrainischen mächtig seid, dann könnt ihr es so lassen, dann habt ihr dann die ukrainische Sprache, und dort könnt ihr euch Sachen bestellen. Bis einschließlich 1. November habt ihr von mir 10% einen Rabattcode mit meinem Namen Robert0910 hinten dran. Alles in einem geschrieben, Robert ganz normal geschrieben, R groß und Robert hinten dran, dann 09 und 10. In den Rabattcode unten eingeben, dann habt ihr 10% auf den gesamten Einkauf, den ihr bei Alifasub macht. Alifasub hat nicht nur Produkte zum Rasieren, also dann auch Produkte für Haare waschen, für die Frauen und also ein bisschen breiter gefächert als nur jetzt Rasierprodukte. So, nur das wollte ich euch nochmal hier sagen. Falls ich es vergessen habe, aber nicht, ist Link dazu und Rabattcode werde ich auch hier in diesem Video eingeben, unten in der Beschreibung, und dann könnt ihr es das einfach nur rauskopieren, reingehen und Rabattcode probieren, nachdem euch die Sachen ausgesucht habt und dann bestellen und kaufen. Ja, so gut, das war's dann von der Rasur. Ja, sehr gut gefallen hat. Was habe ich heute verwendet? Heute habe ich verwendet den Marco 34 HD in Gold, die Big Astor Stainless Steel Rasierklinge. Was, ja, gut, eine gute Klinge ist. Dann den Rasierpinsel ein bisschen auswaschen. Von Nom, den Lasse Baja Brush, Daxa, ja, Rasierseife, das war von OSB Grapefruit, geschenkt von, wie gesagt, Klaus, von Klaus rasiert sich, und zum Abschluss die User Melody von Alifasub. Vorbereitet mit Doof Fresh für Gesichtswäsche und Prazo White. So. Ja, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Alle Zuschauer, ja, wenn euch mein
Videos gefallen, mein Content gefällt, dann bitte ich euch, meinen Kanal zu abonnieren, ein Like zu geben, die Glocke zu drücken, dass ihr ja, keine Informationen verpasst und kein Video verpasst von mir. Allen Abonnenten, speziell den Neuen, danke fürs Hiersein, für die Unterstützung. Like, subscribe, hit the bell. Habt eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Saison. Euer Robert von Robert's Classic Chef. Und tschüss.